Jo, hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Disney's Dreamlight Valley. Und wir sind hier draußen an der Tür gestartet. Wir haben hier scheinbar Post im Briefkasten. Und hier in der Ecke ist schon was passiert. Und zwar habe ich hier Äpfel geerntet, habe hier ein paar Dornen weggemacht hier vorne und hier hinten eine große und habe dafür Münzen bekommen. Und dann stand hier eine Truhe, die habe ich auch gelootet. Ich hatte leider mein Mikrofon zu weit weg und ich denke, der Ton ist dann sehr schlecht. Also zu leise. Und deshalb habe ich das jetzt richtig hingestellt und dann die Aufnahme nochmal von vorne angefangen. Ich habe das Zeug auch noch im Inventar. Das zeige ich euch dann gleich. Hier haben wir Möhrensamen, wie scheint. Kriegen wir immer Münzen, ne? Wenn wir das ernten hier, die Dornen, wenn wir die beseitigen. Was haben wir hier? Weizen. Auch bringt was hier, ne? Kann ich hier wieder was pflanzen? Okay. Werden wir hier die Möhren gleich einpflanzen wieder und da scheinen auch welche zu sein. So, und was haben wir hier? Alles ist grün. Öffne das Werkzeuggrad mit Tab, wähle die Gießkanne aus. Die Gießkanne kann auch mit 2 aufgerufen werden. Gieße die Pflanzen und Blumen mit der Leertaste. Gut. So, dann gucken wir mal ins Inventar, Leute. Und zwar, ich hatte 2 Säcke geöffnet, die wir hatten, die wir schon aus der Truhe von der ersten Folge hatten. Oberteile. Okay. Also wir haben ja jetzt das weiße Hemd an, dieses schwarze Poloshirt, das war in der einen Tüte, in dem einen Sack. Das können wir mal anziehen. Okay, jetzt sieht es schon schwärzer aus. So. Dann hatten wir... was war noch? Oder wir nehmen alles. Was, das haben wir alle schon? Ach so, das sind unsere Sachen, okay. So, können wir eine Baseball-Cap aufsetzen? Ja. Aber ich glaube, das sieht ohne besser aus. Schwarze übergroße Brille. Hm, gar nicht so verkehrt. Schwarze rechteckige Brille. Ja, ich würde sagen, wir setzen die um. So, und dann war das hier, der Rucksack. Das war auch in dem Einsack. Den können wir auch umsetzen. Dann haben wir sicherlich auch mehr Inventarplatz, würde ich denken. Und dann schauen wir gleich mal ins Inventar. Hat sich die eine Reihe jetzt erweitert? Ich weiß es nicht. Aber ich nehme es ganz stark an. Ne? Das Rucksack ist ja meistens Inventarerweiterung. Das kann ja fast nichts anderes sein. So. Hier haben wir noch einen Sack. Der war in der Kiste drin gewesen. Kiste, weiß ich jetzt gar nicht, ob das die ist. Wir öffnen erstmal die Kiste. Hatten wir die aus der ersten Folge? Okay, ein Stuhl und ein 5 Äpfel. 3-mal Kekse. Nice, also haben wir die Kiste doch noch nicht geöffnet. Hätte mich auch gewundert. Dann öffnen wir nochmal den Sack. Und wir haben ein schlichtes türkises T-Shirt. Yo, nice. So, wir brauchen sicherlich eine Schaufel, damit wir dann auch buddeln können und weitere Beete anlegen. Das ist Kohle. Was haben wir hier? Nutze deine Traumsplitter mit Bedacht. Aufgrund eines Ausgleichsproblems, das wir beheben, fällt es dir möglicherweise schwer, genügend Traumsplitter zu bekommen, um bei deiner Quest voranzukommen. Um dies zu kompensieren, wir geben dir jetzt ein paar Traumscherben. Okay? Wir empfehlen dir, deine Traumscherben
zur sicheren Aufbewahrung in die Truhe bei dir zu Hause zu legen, okay? Jetzt, oder? Neues Rezept freigeschaltet. Dreamlight. Gründerpaket Basisspiel. Danke, dass du das Gründerpaket Basisspiel gekauft hast. Viel Spaß damit. Das können wir alles einfordern. Das ist ja nice. Das ist ja nice, Leute. Das gefällt mir. So, etwas steckt im Postfach fest. Beim Durchstöbern des Briefkastens findest du einige Traumscherben. Bewahren sie sie besser an einem sicheren Ort auf, bis sie sie brauchen. Nehmen wir mit. So, und dann noch das Letzte. Willkommen im Disney Dreamlight Valley. Vielen Dank, dass du zu den ersten Spielern gehörst, die Disney Dreamlight Valley spielen. Um deinen Enthusiasmus zu feiern, gibt es anbei ein paar tolle Belohnungen für dich. Was ist das denn? Ist das ein Haustier oder sowas? Ein Begleiter? Okay, da kam schon was angetappelt, glaube ich. Da ist er, ne? Können wir mit dem irgendwas machen? Scheinbar nicht, ne? So Leute, dann würde ich sagen, sichern wir das mal in der Kiste und dann werden wir mal die ganzen Teile suchen, die wir brauchen und die Gießkanne vielleicht auch benutzen mal. Können wir den Löwenzahn ja auch nehmen. Jawohl. Sehr schön. So, dann wollen wir das mal ablegen hier. So, hier haben wir die ganzen Baumsplitter. Ja, Karottensamen, komm, den legen wir auch erstmal weg. Gut, wir haben nur eine Reihe hier, nicht? Verbessere das Haus, um mehr Lagerplatz zu haben, okay? Die werden wir uns mal behalten. Ich wollte mal gucken, ob wir irgendwo Hunger und Durst sehen. Kohle braucht man sicherlich auch erstmal nicht. Das Einzige, was wir behalten, sind erstmal die Äpfel. Wo ist eigentlich meine Gießkanne? Und wo sehe ich Hunger und Durst? Okay, hier ist die Gießkanne. Und hier ist ein Fotoapparat. Da können wir sogar Fotos machen, ne? So, dann werden wir mal gucken, dass wir vielleicht den Weizen gießen, die Möhren gießen. Kann ich das machen? Ich kann hier überhaupt nichts machen, ne? Ah doch, mit der rechten Maustaste, gut. Stand bestimmt auch da, habe ich schon wieder vergessen. Mal unseren Fotoapparat nehmen. Oh, nice! So, das Foto haben wir im Kasten. Hier ist noch ein Eichhörnchen. Oh, das können wir wohl einen abgeben. Nice! Und der hat uns eine Blume geschenkt, wie scheint. Was ist mit ihm? Ihm können wir nicht füttern. Scheinbar nicht, ne? Hier ist noch irgendwas. Ist das dasselbe wie gerade? Scheint anders gewesen zu sein, ne? So, dann werden wir hier nochmal ein paar Dornen entfernen und dann werden wir uns mal
auf die Suche machen. Ja, das können wir sicherlich nicht entfernen jetzt. Da ist noch eine Blume, die werden wir jetzt noch holen. So, da brauchen wir dann sicherlich eine Spitzhacke für die Sachen hier. Gut, springen können wir nicht, ne? Ach doch! Nee, warte mal, ich muss erstmal die Kamera wieder weglegen. Nee, springen können wir tatsächlich nicht. So, dann schaue ich gleich mal auf die Map. So, wir sind hier, ne? Okay. Hier ist irgendwas. Okay, hier können wir jetzt 50 von den Sachen einsammeln. Also hier kriegen wir sozusagen die Punkte für die Anforderungen, die wir hier machen müssen, für die Quests sozusagen, ne? Nice, dann hat sich die Frage auch gelöst. So, jetzt brauchen wir 230 als nächstes. Füttere Eichhörnchen. Achso, da brauchen wir 2 von 7. Also 2 haben wir und 7 brauchen wir. Okay, okay, dann sollen wir ja die Schippe suchen, dann sollen wir ja auch noch 2 andere Sachen suchen. Und ich sehe gerade, hier ist Donald Duck. Der reiche Typ, der in Geld badet. Hier gibt's was für Essen. Weiß ich nicht. So, und hier ist das Traumschloss. Na, und hier wartet Merlin. Ja, wir schauen einfach mal weiter, ne? Ich würde gerne mal den Dagobert besuchen. Machen wir hier gleich mal den Hof sauber. Das werden wir schon noch rausfinden, wenn das nötig ist, dass wir was essen und trinken müssen. So. Den Apfel habe ich ja vorhin gerade schon gegessen. Das war aber, bevor ich dann die Aufnahme nochmal neu gestartet habe. Sei gegrüßt, Nachbar. Oh, der redet sogar mit uns. Nicht so wie der Merlin. Ja, jetzt nicht mehr. Weißt du nicht, dass man sich nie an eine Ente heranschleicht, während sie über ihre Investitionen nachdenkt? Na super. Oh, ich bin Jens und du bist Dagobert Duck. Ich bin hier, um zu helfen. Du musst mich ja nicht gleich anschreien. Nehmen wir das? Ja, das tut mir leid. Aber es bricht mir das Herz, meinen Laden in so einem traurigen Zustand zu sehen. Das ganze Dorf ist in einem erbärmlichen Zustand. So schlimm ist es nicht. Wie kam es dazu? Wir nehmen das Erste. Das mag sein, aber davon darf man sich nicht entmutigen lassen. Ein wahrlich visionärer Geschäftsmann kann aus jeder Situation Profit ziehen. Nachdem sich der Himmel verfinstert hatte, haben die meisten Dorfbewohner das Dorf verlassen. Es erscheinen immer weniger Kunden, bis niemand mehr kam. Aber ich kann mich nicht erinnern, wo sie alle hin sind. Ich weiß noch, dass ich blieb, um mich um meinen Laden zu kümmern. Und um mein Geld natürlich. Danach wurde ich durch die Nachtdornen hier eingesperrt. Und mehr weiß ich eigentlich nicht mehr. Aber so wie das Glitzern von Gold in der Sonne, fange ich langsam an, mich daran zu erinnern, wie das Dorf früher war und an all die zahlreichen Investitionsmöglichkeiten.
Im Leben geht es um mehr als Geld. Ich würde mich gerne an dieser Investition beteiligen. Ich möchte dem Dorf nur helfen. Das juckt mich gerade. Wir nehmen das mal. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. So viel ist sicher. Vielleicht können wir eine Abmachung treffen. Dann lass mal hören. Ich mache dir ein Angebot, Jens. Wenn du mir hilfst, genug Sternenmünzen zu verdienen, um meinen Laden wieder aufzubauen, sorge ich dafür, dass er mit allem ausgestattet ist, was du brauchst, um das Tal wieder aufzubauen. Goofy hatte früher einen Laden auf der Wiese südlich von hier. Ja! Er könnte sicher deine Hilfe gebrauchen. In Geldfragen kennt der Bursche sich nicht besonders gut aus. Wenn du doch nur die Felsen beseitigen könntest, die den Weg zur Wiese versperren. Wenn du das schaffst, finde Goofy und hilf ihm wieder ins Geschäft zu kommen. Danach kannst du mir bei meiner großen Wiedereröffnung helfen. Und wie ich sehe, hast du eine Karte dabei. Vergiss nicht, sie zu benutzen, wenn du dich im Dorf zurechtfinden willst. Auf Wiedersehen und bis bald. Okay, Karte öffnen mit M ist klar. Auf der Karte siehst du die Position von Charakteren, Pflanzen, Gebäuden und mehr. T, schnell fortbewegen. Wähle das Schloss oder benutze die Tastenkombination T, um schnell zu den verfügbaren Orten zu reisen. Okay. Aufgabe gestartet, den Dingen einen Sinn geben. Okay, jetzt könnten wir zum Beispiel schon schnell reisen, zu Goofy wahrscheinlich. So, aber wir schauen uns hier jetzt nochmal die Karte an. Hier ist der Hauptplatz. Hier sind wir. Hier ist Dagobert. Okay. Friedliche Wiese, Lichtung des Vertrauens. Okay, okay. Wald der Tapferkeit. Gut, dann würde ich sagen, hier ist Mickey Maus. Wir müssen Sachen finden, ne? Wir sollten uns hier vielleicht noch erstmal umgucken und vielleicht auch noch ein paar Münzen mitnehmen, ne? So viel Dorn wie möglich beseitigen. Den Stein können wir noch nicht entfernen. Gehen wir jetzt zu Mickey Maus oder gehen wir über die Brücke? Jetzt muss ich mal schauen. Können wir einen Apfel snacken? Essen. Okay, dann geht also, das ist wahrscheinlich die Stamina insgesamt da oben. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich das richtig erzähle. Naja, da haben wir es fast voll und hier sind Stöcke. Haben wir Rezepte freigeschalten. Wahrscheinlich zu Mickey Maus rein, ne? Oder sollten wir doch erstmal nee, das wollte ich nicht. Wo sehen wir unsere Quests, Leute?
Signal? Nee. Karte, Sammlung, Aufgaben. Den Dingen einen Sinn geben, das ist neu. Die herrschaftlichen Geräte, das wollen wir lieber anpinnen. Von der Liste entfernen. Entfernen wir dann die ganze Aufgabe? Ja, ich würde sagen, wir machen erstmal die herrschaftlichen Geräte, ne? Sehen wir da irgendwo einen Wegpunkt? Da hinten ist eine Kiste. Also das Spät ist jetzt verschwunden, also das können wir wahrscheinlich nur in unserem eigenen Haus und Grundstück machen. Ansonsten hätte ich hier jetzt auch wieder eine Möhre eingepflanzt. Oh, hier können wir was ernten, das scheint Himbeeren zu sein. Schauen wir mal hier rein. Ich würde sagen, wir gucken gleich mal rein, was das ist. Gelbe Mickey-Turnschuhe. Nice. Sieht doch cool aus. Ziehen wir die an. Sieht schick aus, finde ich. So. Können wir hier mal gucken. Hier kommen wir auch hier runter, ne? Hier kommen wir wahrscheinlich zu Goofy. Aber ich würde doch erstmal in Richtung Merlin gehen wollen. Beziehungsweise hier können wir auch hoch, wie es aussieht, ne? Können wir noch aufsammeln hier. Hier können wir nichts machen. Okay, und hier kommen wir auch nicht weiter. Nicht mehr rein, hä? Passt nicht mehr rein, Leute. Müssen wir erstmal was abliefern. Gut, mehr Platz haben wir schon gar nicht, ne? Ja komm, dann legen wir lieber die Stöcke weg. So, okay. Wie können wir das Haus verbessern? Weiß ich noch nicht. Hier können wir jetzt wieder Äpfel ernten. So, das geht ja recht fix. Und hier ist auch eine Truhe, die werden wir uns mal snacken. Eigentlich mal
zu Merlin gehen. Und scheinbar können wir gar nicht schnell laufen, ne? Aber hier nochmal rein. Gut, hier können wir das nächste ernten. Und hier ernte unterschiedliche Früchte 2 von 3. Gut, ansonsten haben wir noch nichts, aber gut. Münze werden wir auch nicht kriegen. Hier ist der Spaten, Leute. Ich habe den Spaten gefunden. Nice. Bin ich da gerade vorbeigelaufen? Öffne das Werkzeugrad, das ist klar, das kennen wir jetzt. Die Schaufel kann auch mit 3 aufgerufen werden, okay? Grabe Löcher in den Boden und entferne Hindernisse mit der Leertaste. Gut zu wissen. Was ist das? Ach okay, hier können wir buddeln. Scheinbar. Mit der rechten Maustaste. Zusammen Kohle. Hier können wir einen Samen pflanzen und bei den anderen Dingern auch. Dann werden wir die wenigsten gleich aus dem Inventar los, ne? Das kann ich überall machen. Coole Sache. Was ist hier mit der Kohle? Die passt nicht rein, ha? Doch, müsste eigentlich. Stehe ich jetzt nicht ganz. Okay. Gut, wird schon seinen Grund haben. So. Da ist noch eine Truhe, die snacken wir uns noch, Leute. Und dann wird die Runde auch schon bald wieder vorbei sein hier. Vergeht ja ruckzuck die Zeit. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, aber ich hoffe, es ist auch nicht so schlimm für euch, wenn ich die Folgen auch wieder mal ein bisschen länger mache. Ne? Schreibt doch gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Ne? Oder ob ihr das besser findet, wenn die Folgen kürzer sind. Den lassen wir jetzt mal, obwohl können wir auch füttern, ne? Na, den können wir jetzt nicht füttern. Du bist hier. Schön, denn uns bleibt nicht viel Zeit. Jens, das ist das Traumschloss. Es birgt viele Geheimnisse. Antworten. Oh, verflixt und zugenäht. Ich kann mich nicht erinnern, was darin ist. Ich wette, dass wir im Schloss den Schlüssel zur Rettung des Tals finden, unermessliche Reichtümer finden, noch mehr Geheimnisse finden. Wir nehmen das erste, den Schlüssel zur Rettung des Tals. Ganz genau, das Schloss ist voller Geheimnisse und Wunder. Wenn wir Dreamlight Valley wieder zu einem alten Glanz verhelfen wollen, müssen wir ins Innere gelangen. Lass uns hineingehen, erinnerst du dich an irgendetwas anderes? Diese Nachtdornen sind riesig. Die Nachtdornen, die das Raumschloss umhüllen, sind anders als die, mit denen du bisher zu tun hattest. Sie sind stärker und benötigen mehr von deiner Magie, um sie zu besiegen. Folge mir, es gibt noch viel, was ich dir zeigen will. Ich lüpfe meinen Hut, obwohl ich es vorziehe, ihn aufzufassen. So gut, Leute, ich würde sagen, wir haben einiges entdeckt heute. Die Schippe haben wir gefunden. Die Gießkanne haben wir gefunden. Ich möchte bald sagen, dass die auch dazugehört hat. Finde die Spitzhacke des Herrschers auf dem Hauptplatz und ziehe sie aus dem Stein. Das ist noch offen. Finde die Schaufel auf dem Hauptplatz, haben wir erledigt. Finde die Gießkanne auf dem Hauptplatz, auch erledigt. Die Angelrute ist auf der Wiese und
die Spitzhacke des Herrschers auf dem Hauptplatz und ziehe sie aus dem Stein. Okay, die muss hier auch irgendwo sein. Ich würde sagen, da schauen wir uns in der nächsten Folge aber danach um. Oder seht ihr hier irgendwo eine Spitzhacke? Irgendwo muss die sein, ne? Ist stark anzunehmen. Ah, guck mal an, da ist er ja. Dann holen wir uns die noch. Felsen und Mineralien, die Spitzhacke. Werkzeuggrad ist klar, die Spitzhacke kann auch mit 5 aufgerufen werden. Abbau und Beseitigung von Hindernissen mit der Leertaste. Gut. So, jetzt ist es wieder Tag, ne? Und bin der Goofy auf der Wiese. Gut, das machen wir nächstes Mal in der nächsten Folge quasi. Machen wir dann 2 Fliegen mit einer Klappe. Und ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn das so ist, dann würde ich mich darüber freuen, wenn ihr mir das mit einem Like zeigt. Lasst gerne auch Kommentare da. Und über ein Abo würde ich mich ganz besonders freuen. Dann könnt ihr auf meinem Kanal einfach nichts Neues mehr verpassen. Und mit der Glocke bekommt ihr sogar Erinnerungen, wenn ich ein neues Video online stelle. Bleibt mir gesund, Leute. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, euer Jens.